vielleicht habt ihr das gesehen. Müller vom Feld verwiesen. Mainz gegen Leipzig. Die beiden haben richtig Bock, beide Vereine. Da haben sie die Maus eiskalt von der Platte geschmissen. Die von Kicken. Aber beleidigt ist er nicht. Jetzt nimmt er gleich auch auf der Tribüne Platz und verfolgt das Geschehen dann wieder von außen. Jasper Ehlers schreitet zum Punkt. Und da ist schon Stimmung mit den Schiedsrichtern früh am Morgen. Donnerwetter. So, Jasper Ehlers könnte man fast meinen, Mainz-Fan. Ja, seine Trikotfarbe fast identisch im Himmelblau zusammen mit den Mainzern. Aber ich denke, in der Halle bekommen wir das hin. Zumindest das FLVW-Logo sieht auch noch von Weitem aus wie das Mainz 05-Logo. Also, er wird trotzdem neutral bleiben. Hat gestern ein tolles Turnier gepfiffen in seinen zwei Einsätzen. Der 20-Jährige vom TuS Gelenbeck. Und wird das auch heute sicherlich richtig gut und souverän über die Bühne bringen. Er spielt der Tabellenführer. Mainz 05. 3:1 gegen Werder gewonnen. 4:2 gegen Schalke. 2:1 starke Berliner. Und jetzt auf dem Weg zur Führung. Und das war der eine Pass zu viel. Ben Bobschen will da nochmal querlegen auf Danny Schmidt, der gestern schon richtig gut unterwegs war, Tore technisch. Da haben wir Danny Schmidt jetzt in der Ecke. Sehr, sehr auffällig. Der Kicker. Ja, auf Pfiff. Aber auch die Leipziger mit einer starken Vorrunde und einem starken Tor. Lorenzo Cocco, der auch gestern schon sehr, sehr auffällig war. Die Nummer 9 aus der Drehung. Klassischen Mittelstürmerstil vollendet. Top-Torjäger der Leipziger, auch im Ligabetrieb. 9 Treffer hat er da erzielt in der Regionalliga. Und trifft auch hier wieder. Klasse gespielt, die Überzahl und die nächste Möglichkeit, die sie vergeben. Aber Leipzig deutlich effizienter. Cocco jetzt mit dem Ball. Klasse verladen und wunderschönes Tor. Und das ist gerade der Unterschied. Beide haben Chancen, aber Leipzig trifft. Daniel Krasucki. Also nach Riesenchancen steht 2:2, aber Leipzig brutal effizient. Paarung hält gerade, was sie verspricht aus den bisherigen Ergebnissen. Also die Leipziger, machen wir das schnell. 2:1 gegen den BVB gewonnen, 4:5 gegen den HSV verloren und dann 3:2 Erfolg gegen Frankfurt. Also auch 6 Punkte aus 3 Spielen und in der Blitztabelle ziehen sie gerade mit Mainz 05 gleich. Rutschen ebenfalls auf 9 Punkte. Ja, Ball muss aus dem Strafraum heraus gespielt werden, auch das haben wir jetzt hinbekommen. Armin Kinay mit der Nummer 9 bei Mainz 05 da an der Bande. Jetzt Freistoß, Foul von Kinay. Also Danny Schmidt haben wir schon genannt mit der 10 bei Mainz, sehr auffällig. Mit der 7 Moritz Reuter. Moritz Reuter mit der 7. Jetzt quasi im Duell Nationalspieler für die Mainzer. Da haben wir den Torwart der Leipziger. So, nächste Kontermöglichkeit für RB. Die eine Reihe von Eltern mit einer Lübbecke gebracht haben. Gestern schon vertreten. Oh, die Stimmung hier in die Halle gebracht.
versucht, da jetzt über die Bande zu spielen. Das war Reuter, klasse geholt, setzt sich hier nochmal durch. Reuter quergelegt. Stark durchgesetzt da. Moritz Reuter, er ja dabei in Portugal. Vom 3. bis zum 17.02. UEFA Vorbereitungs- oder Entwicklungsturnier, so heißt es offiziell. Gruppengegner Holland, Argentinien und die Gastgeber aus Portugal. Moritz Reuter dabei. Dabei beim 3-0 ist jetzt Leipzig. Bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Eigentor war oder ob Erik Ullmann den Ball reingebracht hat. Na, schwer zu sehen. Nehmen wir den Treffer mal für Erik Ullmann. 7 Treffer hat er erzielt, der zweiterfolgreichste Schütze der Leipziger im Ligabetrieb. Also Koko und Ullmann, die Torgaranten, haben zusammen 16 der 36 Saisontore erzielt, der Leipziger. Und auch hier ist auf beide Verlass. Nächste Pech und jetzt ist der Bann noch gebrochen, ist der Ball im Tor. Enes Shabani für die Mainzer. Flach gehalten, tolle Schusstechnik. 1:3. 2 Tore Abstand wiederhergestellt. Gegessen ist das hier noch nicht. Dafür sind die Mainzer zu stark und zu gut. Immer wieder diese Pakt und Duelle, ja, gut gesehen. Abstürzen auf der Bande nicht erlaubt und das hat Jasper Ehlers hier gepfiffen und deswegen gibt es Freistoß für die Leipziger. Schussversuch, Wechsel bei Rasenballsport in Leipzig. Die auch einen Nationalspieler mitgebracht haben, Michael Koska. Abwehrspieler. Da mal schauen, wenn er auf der Platte steht. Für euch zu Hause die Nummer 17 bei Leipzig. Auch er amtierender U16 Nationalspieler. Also schon die Creme de la Creme, auch hier in Lübeck vertreten. Genau das macht es ja aus. Die besten Fußballer in diesem Jahrgang. Boah, das war gut verteidigt, war nicht einfach. Mit dem Rücken zum Spielfeld. Gut rumgedreht. 4 Minuten noch auf der Uhr. Langsam braucht Mainz den Anschlusstreffer, legt den Ball jetzt gut zurück, klasse rumgespielt und den netzt ein und ich hab's noch gesagt, Ben Bobzien. So langsam braucht Mainz den Anschlusstreffer, haben wir noch schon. Hier super rübergelegt, kurz verarbeitet und dann überlegt abgeschlossen. Keine Chance aus der Distanz für Fabian Oettinger. So und jetzt haben wir da nochmal ein Fußballspiel. Nächster Freistoß für die Mainzer. Die natürlich hier ungeschlagen. Bleiben wollen. Was für ein Tor! Was für ein Tor! Da freuen wir uns auf die Wiederholung. Finn Müller.
aus ganz spitzem Winkel reingedroschen, das Ding. 3-3. Super Tor. Also, aus 0-2 und 1-3 macht jetzt 3-3. Ich hab das gesagt, das Ding hier war noch lange nicht entschieden. Dafür sind die Mainzer zu stark. Leipzig hat nicht so, nicht mehr den ganz hohen Druck gegen den Ball, nicht mehr die ganz hohe Aktivität wie noch zu Beginn dieser Partie. Und kommen vor allen Dingen nicht mehr so in diese Umschaltmomente, weil einfach die Balleroberungen dann fehlen. Das ist das, was sie zu Beginn da noch richtig gut gemacht haben. Trotzdem jetzt die nächste Kontermöglichkeit. Ball wieder rübergelegt. Klasse pariert von Leon Hoffmann im Tor der Mainzer. Der Pass war schwer zu verarbeiten, aber Mainz bleibt zumindest im Ballbesitz. Nächster Versuch hier, jetzt Freistoß. Für die Leipziger gibt noch ein bisschen Diskussionsbedarf, ja, auf Meckern hat Jasper Ehlers wenig Lust, das teilt er Erik Ullmann mit. Oh, guter Schussversuch. Mit einem Raum durch die Halle. Also 3-3. Richtig munter. Jetzt nochmal die Chance. Kriegt den Ball gut rübergelegt. Hoppelt ein bisschen. Super verarbeitet. Schade. War mit den Fingerspitzen dran hier. Fabian Oltinger. Oh, 4 Sekunden waren abgelaufen. Das war bitter. Da haben sie einen Wechsel gemacht. Für die letzten Sekunden. Kommen die Leipziger nochmal. Gibt es hier nochmal einen Lucky Punch von einem der beiden Teams? Abschluss, es gibt Freistoß für Leipzig. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Macht das richtig gut. Klare Körpersprache. Keine Fehlentscheidung drin. Wirklich toller Auftritt. Des, ich sag das gern nochmal, gerade mal 20-Jährigen. Super Leistung. Oh, da hat er noch gar nicht mitbekommen. Wenn das eine Finte war, dann hat sie aber mal richtig geklappt. Der Ball geht sonst wohin. Was war das denn? Der geht auf den Oberrang vom Torwart. Das haben wir auch nicht so häufig. So, zweiter Versuch. Langer Ball nochmal. Kommen Sie da zum Abschluss. Geblockt. Das war ganz wichtig und klasse verteidigt von Ahmad Brimi. Super durchgelassen. Überzahl spielt jetzt. Super verarbeitet. Gibt's noch mal den Abschluss? Nein, gibt's nicht. Wunderbares Spiel. Mainz gegen Leipzig. 3-3. Super Partie. Mainz bleibt ungeschlagen. Und da haben wir den Fanblock. Ja, Leipziger. 3-3. Toller Auftritt.